Schönen guten Abend. Mein Name ist Jan Heider von CapTrader. Ich darf Sie ganz herzlich zum heutigen Webinar begrüßen. Und zwar ist das Webinar heute von und mit Carsten Berger zum Thema Indexanalyse nach der Perlentaucher-Methode mit dem Agena Trader. Und zwar wollte ich noch mal ganz kurz auf das letzte Webinar zu sprechen kommen. Ja, das ist also durchaus sehr gut angekommen. Ja, da gab es eine sehr positive Resonanz. Also großes Lob da noch mal an dich, lieber Carsten. Und das wird hier dann auch veröffentlicht in den nächsten Tagen bei unserem Zweitkanal Trading und Börsen Academy. Also wer das noch mal nachvollziehen möchte, kann das sehr gerne hier tun. Um kein Video mehr zu verpassen, kann man den Kanal natürlich auch sehr gerne abonnieren. So, Carsten, dann sehe ich, du stehst in den Startlöchern. Ja, ich bin bereit. Ich grüße dich. Dann bedanke ich mich für die Ankündigung und übernehme ab jetzt ganz herzlich das Webinar und blende dann noch mal ganz kurz die Präsentation ein, mit der wir immer anfangen. Moment, kommt gleich. So, das ist auf dem falschen Bildschirm. Warum das heute so ist, weiß ich auch nicht. Okay, dann wechseln wir einfach den Bildschirm. Das ist ja auch kein Thema. Wo ist er? Der ist es nicht. Der. Manchmal verstellt Windows einfach die Bildschirme. Das ist auch schön. So, jetzt müssten Sie die Präsentation oder ihr die Präsentation sehen und schon können wir einsteigen. Ja, schönen guten Abend. Ich bin natürlich heute, ja, im Gegensatz zu der letzten Woche, hat sich ja einiges verändert in der Welt und ich möchte beginnen mit dem Kriegsschauplatz in der Ukraine und einfach ganz kurz eine kleine Schweigeminute einlegen. Bis gleich. So, vielen Dank. Ja, es ist ein Privileg für uns, dass wir uns über die Märkte unterhalten können, über Dinge, die Finanzen betreffen. Andere Menschen haben zurzeit andere Probleme und wir hoffen alle, denke ich mal, dass diese Krise bald vorbei ist. Okay, steigen wir ein. Und wie immer, bevor ein Webinar beginnt, muss ich natürlich auf den Risikohinweis eingehen. Alles, was ich jetzt hier für euch darlege, alles, was ich hier präsentiere, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern ihr müsst euch eure eigene Meinung darüber machen. Und natürlich bewirkt so eine Aktienanlage oder den Kauf eines Instrumentes birgt natürlich Risiken, ne? Und von daher Vorsicht bei dem, was ihr tut, ja? Informiert euch bitte darüber. Und hinterfragt die Sachen, die ich sage, natürlich wie immer kritisch. Okay, die meisten kennen mich ja schon. Ich bin Carsten Berger, bin jetzt mittlerweile 54 Jahre, da wollen wir ja nicht unterschlagen, vom Beruf Diplom-Verwaltungswirt, was nichts anderes bedeutet, dass ich bei der Polizei im gehobenen Dienst war, 29 Dienstjahre und, sage ich mal, sich einiges in dieser Zeit getan hat. Vom Agena-Trader, sage ich mal, Experten weiterhin zum Trader-Coach, beides miteinander verbunden, lässt sich halt natürlich gut abbilden, weil der Agena-Trader ein starkes Werkzeug ist, um eine Strategie zu entwickeln und ein Screening durchzuführen. Ja, das ist halt nun mal der Kernpunkt hier. Einleitend wurde ja schon gesagt, dass ich im Februar bei CapTrader hier das Einleitungswebinar gemacht habe. Das solltet ihr euch unbedingt ansehen, weil da gehe ich natürlich auf die ganze Struktur meiner Strategie ein, wie die einzelnen Zusammenhänge sind. Und deshalb kann ich das hier in der Tiefe nicht machen. Ihr kriegt halt eine minimale Überblick, wie überhaupt der Ansatz ist. Die Elemente, die damit eine ganz wichtige Rolle spielen, die kann ich natürlich hier nicht alle darlegen. Ihr werdet sie, ja, partiell immer in der Betrachtung eines Indizes genannt bekommen. Aber die Kausalität, die stellt ihr auf jeden Fall her, wenn ihr euch das Einleitungswebinar
Webinar anschaut, dann gehe ich dann ein bisschen tiefer drauf ein. Natürlich ganz kurz, nachdem wir uns da die Perlentaucher-Strategie in den Grundzügen, also wirklich ganz kurz angeschaut haben, gehen wir auf die Märkte, die natürlich ganz krass sich verändert haben. Die Sache, sage ich mal, ist verstärkt worden durch diesen Krisenfall, durch diesen Kriegsfall. Und die Märkte haben sich aber generell nicht anders bewegt. Es wurde halt nur noch ein bisschen extremer. Ja. Und natürlich könnt ihr am Ende, wenn wir uns die Märkte angeschaut haben, gerne eure Aktien in den Chat schreiben und dann schaue ich mal mit der Perlentaucherbrille auf eure Aktien. Und dann beleuchten wir die Position, ob man da schon drin ist in der Aktie, ob man sie eventuell halten will oder ob man irgendwann sinnvoll raus möchte. Also die Situation, die jeweils an den Märkten vorherrschen kann. Wie geht das vor sich? Die Indizes, das ist nämlich genau das, was wir jetzt machen, schaue ich mir immer an. Das ist mein täglich Brot. Und muss mir denn daraus eine Entscheidung, sage ich mal, ableiten, ob ich eine andere Sache machen muss, als vor den Screeners zu sitzen und die Märkte zu beobachten oder ob es gerade Zeit ist, an den Märkten aktiv zu werden. Ja, das ist wichtig. Ich muss den Index einschätzen, wohin könnte er gehen. Das macht natürlich jeder, versucht jeder. Ich kann das auch nicht wie mit einer Glaskugel vorhersagen. Ich muss ein Szenario ableiten und mich entscheiden, ob das für mich in Ordnung ist, dieses Risiko zu tragen oder ob ich den Märkten einfach fernbleibe, wenn die Situation im Moment einfach zu risikobehaftet ist. Ja. Das heißt, ich schaue mir auch an, ist ein Index stark, dann will ich diesen Index für eine Long-Position und insbesondere Aktien aus diesem Bereich, sage ich mal, erwerben und dafür muss der Index in dieselbe Richtung tendieren, möglicherweise, wie eine Aktie. Ja, und dann natürlich auch die stärkste zum Beispiel, also Outperformer. Ja. Timing spielt eine ganz wichtige Rolle. Ich möchte natürlich nicht, wenn ein Markt 10 Tage hintereinander gestiegen ist, jetzt unbedingt noch long gehen. Warum nicht? Weil im Durchschnitt nach 4 bis 5 Tagen das Risiko einer beginnenden Korrektur zunimmt. Wie tief so ein Markt korrigiert, kann man immer nur annehmen. Da entscheidet auch kein Indikator drüber, ob nun der Markt wieder dreht. Das ist im Endeffekt an gewisse, sagen wir mal, Fakten gebunden, wo man sagen kann, okay, bis dahin könnte der Markt laufen. Und dann kann ich wieder sagen, ist das für mich eine günstige Position, dort gerade einzusteigen oder nach Aktien zu suchen, die in diesem Index oder bei einer bestimmten Branche enthalten sind. Und das Ganze spielt natürlich auch eine Rolle fürs Depotrisiko. Ich muss natürlich wissen, wenn ich Positionen habe, ist der Markt 4 bis 5 oder 6 Tage angestiegen. Was mache ich dann? Ja, warte ich auf die Korrektur, wo ich nicht weiß, wie lange sie geht und lasse mich ausstoppen? Wo sind dann die Gewinne? Die sind dann nämlich wieder flöten gegangen. Oder nehme ich halt mittels Target, also eine Zielsetzung, vorzeitig Gewinne mit, löse ich eine Position manuell auf oder reduziere ich sogar meine Aktienposition und ziehe Stops ran. Das sind die Möglichkeiten, die man hat, wenn man eine Position oder einen Trade offen hat. Im zweiten Schritt, wenn ich weiß, Mensch, das ist jetzt zum Beispiel Nasdaq oder der DAX, dann könnte ich mir natürlich auch die Frage stellen, wenn sich dort ganz, ganz viele Aktien anbieten, zum Beispiel für einen Long Trade, da muss ich mich manchmal entscheiden. Die Situation werdet ihr auch kennen, dass ihr auf einmal ja, 10, 15 Aktien, gerade wenn ihr die Markttechnik verfolgt, wird es euch oft passieren, dass ihr unheimlich viele Aktien habt, die sich in der gleichen Situation befinden. Und dann wird es doch spannend, wenn ich auf einmal 50, 60, 70 oder 80 Signale habe, dann könnte ich mir, wenn man 80.000 Euro hat, 80, sage ich mal, Positionen versuchen aufzubauen. Ob die dann getriggert werden, ist etwas anderes. Aber in der Regel wird das so nicht sein, sondern ihr werdet euch entscheiden müssen, ja, von den 80 Signalen vielleicht 3 oder 5 für einen Trade zu machen. Je nachdem, wie viele Positionen ihr in der Situation schon offen habt. Ja, das ist halt eine Sache des Money Management zum Beispiel und Positionsmanagement, euer Risiko im Depot. Und von daher wäre es doch ganz gut, wenn man wüsste, in welchen Branchen zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit etwas größer ist, dass die weiterläuft als eine andere Branche. Und dann könnte ich doch Signale mehr beachten von Werten, also Aktien, die aus dieser Branche kommen letztendlich. Das heißt, ich reduziere die Anzahl meiner Signale in Bezug auf die Qualität auch. Ja.
Weil sehr, sehr viel, also 60% der Performance einer Aktie kommt alleine durch ihre Branchenzugehörigkeit. Da gibt es auch Studien drüber, ihr könnt da mal googeln im Internet, sehr interessant. Und ganz genauso wie im Index möchte ich natürlich auch eine Branche handeln, die vorher dynamisch, sage ich mal, angestiegen ist und sich jetzt gerade in einer Korrektur befindet. Das wäre dann der richtige Zeitpunkt, um dann nach Aktien zu suchen, die in dieser sehr outperformenden Branche vorhanden ist, Mitglied ist quasi und dann gerade korrigiert. Das ist das Timing. Wenn ich das gefunden habe und dann screene nach Aktien, dann möchte ich genau das Gleiche. Ich möchte die Aktien haben, die in dieser Branche die Top-Performer sind, aber die auch nicht kaufen, wenn sie schon 10 Tage gestiegen sind, sondern dann, wenn sie korrigieren. Ja, und dann kommen sie, wenn sie noch nicht reif sind, aber ich sie unbedingt haben möchte, dann muss ich halt warten. Ja, und kommen dann auf die Watchliste und wenn die Korrektur da ist, dann warte ich, bis diese vollzogen ist und versuche dann in dieser Korrektur in die Aktie einzusteigen. Ob das dann immer der optimale Zeitpunkt ist und ob ich dann nicht auch noch ausgestoppt werde, das hängt damit zusammen, wie weit ich die Märkte analysieren kann und weiß ungefähr, wo sie vermutlicherweise ungefähr in welchem Bereich, wir sprechen da nicht auf eine Punktlandung, landen könnte. Was mich dann wieder dazu bringt, zu sagen, okay, setze ich da meinen Stop hin? Wie höchstwahrscheinlich ist es, dass ich dort ausgestoppt werde? Das kennt jeder. Passiert mir auch, dass der Stop wegen 2, 3 Ticks rausgenommen wurde. Ja, und da kann man eine ATR nehmen, 2 ATR, 3 ATR. Es gibt Studien darüber, dass dies eigentlich gar keine Relevanz hat. Natürlich, je weiter weg ich meinen Stop setze vom Einstieg, desto weniger werde ich ausgestoppt und so höher ist meine Trefferquote. Aber das Coming Out letztendlich, sage ich mal, was bei rumkommt, das wird dann natürlich nicht so hoch sein im Verhältnis zum Risiko. Das hängt alles miteinander zusammen. So, wenn ihr Fragen habt generell zur Strategie oder so, dann schreibt doch einfach an meine E-Mail-Adresse cb@tradercoach.de. Oder schaut doch mal auf meiner Seite www.tradercoach.de vorbei, die sich zurzeit in der Bearbeitung befindet, aber ihr könnt trotzdem raufschauen und könnt euch weitere Infos holen. Okay, dann schauen wir auch schon auf die Märkte. Und noch ein kleiner Hinweis von mir. Moment. Man kann natürlich auch, jetzt muss ich erstmal hier die Seite verändern. Ich weiter, wo ist er? Mein YouTube-Kanal, den habe ich natürlich auch, den kann man auch abonnieren. Auch dort sind die Webinare abgelegt. In nächster Zeit werden dort auch andere Webinare von mir oder Videos auftauchen, sodass ihr dort, sage ich mal, auch öfter mal informiert seid. Ich rechne damit so ab Ende März, April. Ja, und dann könnt ihr gespannt sein. So, der Kanal ist einfach Carsten Berger und dann seht ihr schon letztendlich, ob ihr richtig seid, entweder das Perlentaucher-Strategie oder Helpdesk. Okay. Dann kommen wir jetzt zu den Märkten. Ich schiebe mal den Agina Trader. Nee, ich ändere mal das Links, weil ich das ja auch gerne nochmal aufzeichne. So, haben wir den jetzt schon drin, den AT? Bildschirm 1, Bildschirm 2. Jetzt haben wir den Agina Trader drauf. Okay. Ihr seht hier oben Marktklima. Das ist die Bezeichnung, die ich für diese Analyse verwende. Warum? Ganz einfach, wenn ihr draus geht, eine Wetteranalyse. Ich frage mich morgens auch immer, wie kalt ist denn eigentlich? Muss ich eine Mütze aufsetzen oder kann ich in einer Badehose rausgehen? Vorbereitung muss man sein. Und deshalb zählt diese Analyse immer zu den Vorbereitungen. Also da kommt man nicht so dran vorbei. Das muss man wissen. Ist aber auch nicht schwer, wenn ihr das, sage ich mal, Anfang der Woche macht oder heute zum Beispiel mit mir. Dann könnt ihr das selber machen. Das ist jetzt wirklich kein Hexenwerk, denn die Indikatoren, die ich dafür oder sag ich mal, die Dinge, die ich im Chart habe, die gibt es fast überall. Ne? Das ist zum einen das Volumen, das was hier unten ist. Ja, da habe ich einen Durchschnitt drin, den muss man aber auch nicht haben, weil man kann schon mit dem Auge erkennen, ob zum einerseits das Volumen hier hoch ist im Verhältnis zu den anderen Bars hier unten oder ob es halt niedrig ist. Ja? Dann habe ich hier so eine Widerstand- und Unterstützungszonen drin.
Die kennt ihr auch. Die sieht man aber auch mit dem Auge. Also ich sehe schon, dass der Kurs hier ein, das zweite Mal abgeprallt ist, dass er sich in diesem Bereich mehrfach aufgehalten hat. Also annähernd kann man das auch selbst bestimmen. Kein Hexenwerk. Bollinger Band in den Standardeinstellungen hat auch jeder. Also von daher nicht so verkehrt. Und eine Kerze kann auch jeder betrachten. Umkehrstäbe oder Powerbars. Umkehrstäbe. Wo haben wir hier so einen kleinen Umkehrstab oder da? Das kennt auch jeder. Und so ein Powerbar, der ziemlich nah am Hochschließ, kennt auch jeder. Also jetzt nichts Schlimmes. So, was wir hier vor uns sehen, ist Brent Crude, das ist der Future. Und ich habe hier so eine Rangliste, da ist so eine Trenddynamik aufgeführt. Je höher die Zahl ist, desto dynamischer ist der Wert. Das heißt, wenn ich long gehe, dann soll es hier möglichst eine hohe Zahl haben. Wenn ich mir Short-Werte aussuche, dann sollte die unter der Zahl 1 sein, nämlich negativ. Das ist relativ einfach zu sehen. Ich habe mir das hier noch visuell unterlegt, aber darauf möchte ich gar nicht so eingehen, weil es geht um die Chart-Situation. Das, was ihr im Endeffekt auch mit jedem anderen Chart-Tool erledigen könnt. So, was sagt uns das Öl? Wir sehen hier noch die Zeichnung von dem letzten Webinar, was ich jetzt nicht hier hatte, aber woanders. Da war die Frage, und zwar an dem Tag hier, ich glaube, es war hier, bei diesem Umkehrstab würde ich mir jetzt noch Ölwerte, ne, ich gehe ja nicht in den Öl-Future rein, sondern ich würde mir dann Ölwerte aussuchen. Und da wussten wir ja noch nicht, dass der Krieg da bald kommt und dass das Ding zunimmt. Dann sah die Chart-Situation, sag ich mal, so aus. Und was war jetzt zu erwarten? Ja, der Markt ist gestiegen, hier ist eine Widerstandszone. Dann kam der Markt zurück und hat hier so einen Umkehrstab. So, und da habe ich halt gesagt, wenn ich reingehe, dann muss man wissen, dass es hier im Endeffekt nicht sehr weit gehen kann, dass es weitergeht, das weiß ich ja in dem Fall nicht. Ich müsste damit rechnen, dass hier der Kurs, sage ich mal, reagiert. Was für mich zur Folge hat, dass ich mir, wenn ich mir Ölaktien aussuche, dort, wenn die im Chart natürlich anders aussehen, aber mir irgendwo einen Zielbereich legen muss, weil wenn ihr Future dreht, drehen meistens auch die Aktien logischerweise, weil die ja mit dem Ölpreis auch dann Geld verdienen. Je mehr höher der Öl heißt, desto mehr nehmen die im Endeffekt die Förderfirmen oder so ein. Und natürlich auch diejenigen, die Supplies liefern. So, dann war hier der zweite Widerstand. Also was hatte ich eingezeichnet? Na okay, hier könnte es Feierabend sein. Hier ist er noch massiver. Also hier spätestens ein Target reinzulegen für einen Teilverkauf oder einen Alarm zum Beispiel. So, was ist passiert? Ja, da wäre das getriggert worden zu dem Zeitpunkt. Na, jetzt war bei dem Hoch reingehen, ist auch kein Hexenwerk. Dann wäre man hier für Aktien wahrscheinlich, die genauso charttechnisch aussehen. Und das Target wäre, dann kommt der, ist kein Wunder, jetzt hier der 24. Da schießt der Ölpreis nach oben, dann hätte man hier einen Teil realisiert. So, wenn man das jetzt nicht mehr mitbekommen hat, weil das alles so schnell war, dann hat man ja eine zweite Chance und zwar im Rebound. Aber man hat hier beim Zurückkommen, das habe ich auch schon eingezeichnet ungefähr, wenn das hier dann wieder zurückkommt, die Möglichkeit wieder reinzukommen. Das war natürlich schwer möglich, weil der Future dann hier weggelaufen ist und keine kleinen Kerzen mehr produziert hat. Das sind halt die Auswirkungen der Krisensituation. Ja, das kann nicht immer, das kann man im Modell vorplanen, aber es kann ja nicht immer in der Realität so umgesetzt werden. Ja, manche Trades funktionieren halt einfach nicht, weil sich Situationen einfach auf News und auf aktuelle Lagen beziehen. Ja, das kann man nicht mit einplanen. Ja. So, dann ging das noch weiter, alles gut. Aber wenn man den Trade vorher schon eingegangen wäre, dann wäre man vielleicht mit einer Restposition hier teilweise ausgestiegen, in dem Widerstand da. Und dann wäre man hier noch vielleicht drin, wenn man das ganze Szenario hier auf Break-Even gesetzt hat, vielleicht hier ausgestoppt worden oder den Stopp hätte setzen lassen. Das hängt immer davon ab, wie man risikomäßig diesen Trade betreuen würde. Ja. So, wenn ich jetzt Öl handeln würde, würde ich jetzt hier oben long reingehen wollen. Da brauche ich euch gar nicht fragen. Das würde mir wahrscheinlich jeder selbst hoffentlich beantworten und sagen, naja, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der Preis hier nochmal unheimlich steigt. Das kann passieren, aber die Chance, dass er jetzt hier nach den massiven Anstiegen in den letzten Tagen hier nicht mal korrigiert, was man hier am Tageskerze schon sieht, an diesem langen Docht hier oben, steigt natürlich das Risiko. Also wo würdet ihr wahrscheinlich auch eher nochmal eine Long-Position aufbauen, wenn der Markt vielleicht hier zurückkommt. Nun kann es natürlich sein, dass sich der Krieg in der Ukraine auf einmal, sage ich mal, für beendet erklärt ist und dann könnte sein, dass der Ölpreis wieder sinkt, wenn die Krise behoben ist. Dann kann er natürlich schneller und steiler runtergehen. Das sind Dinge, die kann man nicht voraussehen.
Aber so ein Trade, wenn man ihn planen sollte, dann würde ich halt hier eher warten, bis der Kurs wieder zurückkommt und dann wieder etwas Positives zeigt, wie eine Umkehrkerze oder so in diesem Bereich, und könnte man dann noch mal in diese Richtung nach oben handeln. Ja, aber jetzt long nicht, für short halte ich das zu schwierig, da zu setzen, weil wir uns ja gegen den Trend stellen würden und der Markt wahrscheinlich dann hier auch wieder ein Ende finden würde oder eine längerfristige Kurzreaktion auf der 100er-Marke zu erwarten wäre. So, Silber. Ja, das sind dann die Rohstoffe, die nach oben gegangen sind. Silber war auch beim letzten Webinar waren wir, glaube ich, da. Und da habe ich gesagt, okay, hier könnte auch eine Kursreaktion stattfinden. Das heißt, man müsste mal abchecken, ob das von hier an diesem Tag am 18. hier nicht zu viel Risiko ist, dass der Kurs hier reagiert. Die Krise kam, logischerweise, Silber hat auch angezogen. Das Gleiche sehen wir im Goldpreis. Was ist, wenn ich jetzt noch nicht drin bin? Dafür müssen wir ein bisschen weiter den Zeitraum erhöhen, und wir sehen, dass Silber jetzt hier in dieser Widerstandszone steht. Und was will ich konkret jetzt sehen? Ich springe jetzt nicht auf und gehe jetzt hier einfach long. Ich möchte sehen, dass der Kurs noch einmal, weil er ist ja schon ein, zwei, drei Tage stark gestiegen, etwas drüber hinausgeht und wieder korrigiert. Das ist immer das Gleiche, ne? Weil wir sind jetzt nicht in der Korrektur, sondern wir warten ab nach einer dynamischen Bewegung, die sich vielleicht jetzt hier noch stattfinden könnte, eine Korrektur. Und dann hängen wir im Endeffekt in den Rücklauf hinein, warten auf einen Umkehrstab und dann nochmal in die Long-Richtung zu gehen. Dann würde ich halt hier oben den Zielbereich setzen. So. Sollte der Markt viel schneller und steiler fallen, dann haben wir hier unten im Endeffekt einen relativ schönen Bereich. Und zwar da. Das ist dieses hohe Volumen, was auf diese orange Kerze trifft hier unten. Dann wäre hier so ein Support-Bereich, wo ich dann wieder versuchen würde, long zu gehen. Short würde ich das nicht anfassen, sollte die Krise sich verschärfen. Dann hängt man natürlich meistens schnell mit steigenden Kursen drin. Genauso umgekehrt kann es passieren, Krise löst sich, die Rohstoffe nehmen wieder ab vom Preis. Gold. Ja. Gut, ich selbst bin eher in Xetra Gold investiert, hat auch lange gedauert, aber beim Gold war auch die Frage, wird es weiter nach oben gehen? Da habe ich gesagt, okay, in dem Bereich ist Feierabend wahrscheinlich. Und wir hatten das am 18. Februar da lagen wir hier oben. Und natürlich ist das, wenn jetzt, sage ich mal, keine Krise gewesen wäre, dann sind diese Ausschläge, man sieht es ja im Vergleich, ne, schätzt es einfach mal ein. Diese Tageskerze im Vergleich zu diesen Tageskerzen hier unten, die Volatilität steigt einfach massiv an. Und dann seid ihr nicht in der Lage, im Endeffekt euer Risiko richtig einzuschätzen. Und dann muss man sagen, okay, lasse ich die Finger davon. Was kann ich jetzt tun? Man sieht heute, der Goldpreis sinkt wieder etwas. Also, was erwarte ich? Hier ist das hohe Volumen, ein Rückgang im Gold. Bis in diesen Bereich würde ich gut finden, um eine Einstiegsposition zu finden. Also weil das ist jetzt hier nicht der Future, sondern es ist der ETF, der aber ungefähr die Kurse widerspiegelt, die der Future letztendlich zeigt. Und was mir hier auffällt, ist zum Beispiel auch das Aufwärtsgap hier. Und das bietet natürlich auch eine schöne Unterstützung. Läuft der Kurs hier an die obere Randbezeichnung hier bei 36 bei mir und bildet dort einen Umkehrstab aus, dann wäre das ein guter Einstieg. Man sieht auch hier selbst in der Krise, wie der Markt hier hochgeht und hier einen Umkehrstab ausbildet und das genau auf dem, sage ich mal, Gap-Boden. Also der Einstieg hier mit Goldfirmen wäre gut. Teilverkauf da oben wäre dann auch angezeigt, wenn man hier unten wieder den Einstieg findet. Das heißt, hier unten einsteigen und da oben dann gucken, ob man einen Teil auflöst. Ne? Hier ist auch eine sehr gute Wochenunterstützung, also Gold halte ich im Moment für besser als Silber. Schauen wir mal auf die Welt. Es ist ein Welt-ETF und wir sehen, dass alle Indizes, das sind so die stärksten Aktien, die da so drin sind, in diesem Welt-ETF, der dient für mich als Benchmark. Da sehen wir schon, dass der Markt ja auch schon vorher, vor dieser Krise, jetzt hier am 24., das war hier, schon recht angeschlagen war, also wo der Krieg losging. Kann aufgrund der Anbahnung sein, kann aber auch einfach sein, dass der Markt aufgrund von einfachen Dingen charttechnisch betrachtet sowieso schon auf der Short-Seite war. Von daher hat uns das nicht so
sag ich mal, völlig, sag ich mal, unvorbereitet überrascht. Was sehe ich hier? Diese lange dynamische Aufwärtsbewegung, die wir hatten, hat sich ja jetzt in einen Abwärtstrend, würde der Markttechniker sagen, umgewandelt. So, wenn ich jetzt schaue, was müsste ich jetzt erwarten, was kann ich erwarten? Wir bewegen uns hier in einer Range. Ja, das sieht man, ist ja nicht schwer zu erkennen. Von da bis hier. Ja, und die Volumina sind da hoch, was so ein ETF anbelangt. Und hier wurde massiv verkauft. Der Markt befindet sich immer zwischen diesen Volumenhochs, ja, und reagiert darauf. Im ETF sieht man halt an diesem Tag, am 10. Januar, schon diese maximale Reaktion. Der Kurs ist dann drunter gefallen und bleibt so lange auch da drunter. Interessant wird es erst wieder, wenn der Markt überhaupt über diesen Bereich kommt. Und dann könnten wir von Long-Chancen sprechen, die vielleicht in Form eines sich dann aufbauenden Aufwärtstrends sich fortsetzen. Aber was wäre heute? Was ist quasi hier rechts am Chart? Retrograd ist immer leicht betrachtet, aber ich muss mir eine Meinung machen aufgrund der aktuellen Situation. Wo befinde ich mich? Finde ich mich in der Mitte dieses Kanals? Will ich long handeln, dann muss ich mit dieser Chance rechnen, dass ich bis hier, sage ich mal, long bin. Ja, wenn ich short gehe, dann muss ich hier ungefähr diesen Weg berechnen und wird hier Targets hinlegen, weil hier könnte der Weg schon zu Ende sein. Denn hier hat der Markt gedreht. Das heißt, ich befinde mich in der Mitte und von daher ist das eine absolut neutrale Situation, wo ich gar nichts mache. Also, das zeigt mir, nö, stehe ich an der Seitenlinie. Dann habe ich den Russell 2000 und das ist das gleiche wie im Welt-ETF. Wir sehen hier auch schon vorher, und zwar schon im November, erhöhte Volumina, genauso wie hier an diesen Kerzen. Und das Spannende dabei ist ja immer, dass diese Ranges sich dann halt immer überlagern. Ja, auch Tage, Wochen danach, Monate danach teilweise. Und dieser Bereich hier von 150, 160, das ist auch ein ETF in einem Russell 2000, der wird schwer nach oben zu überwinden sein, auch wenn wir heute so einen fulminanten Tag haben. Für mich löst es ein Long-Signal aus, wenn er das hier oben durchbricht und dann korrigiert. Und das ist immer das gleiche Spiel aus der Korrektur. Und ich nenne hier den Umkehrstab. Es sind starke Kerzen auch damit gemeint. Also auch wie sowas hier. So eine Kerze zum Beispiel oder so eine Kerze hier. Wenn sowas dann in dieser Position stattfindet, dann habe ich die Chance, hier nach Aktien zu suchen aus dem Russell 2000. Und die müssten dann charttechnisch natürlich, wenn ich merke, der Russell kommt in diesen Bereich, dann kann er entweder seitwärts laufen oder nicht. Ich muss einen Teil der Gewinne dann rausnehmen. Und ob er dann bis da oben hinkommt, das weiß ich nicht. Aber dann kann ich die Restposition bis da oben hin verwalten. So, passiert es nicht. Wir gehen wieder nach unten. Wir werden hier schwach. Das heißt, wenn wir hier einen Umkehrstab sehen an diesem Widerstand, dann kannte ich natürlich eine Short-Position in einer Aktie aus dem Russell nehmen, und zwar aus der stärksten, aus der schwächsten Branche, nicht der stärksten, und dann darauf vertrauen, dass der Markt eventuell wieder bis in diese Zone geht. Jetzt muss ich aber aufpassen, wenn ich Short handle, dann muss ich auch hier sehen, dass das Volumen hoch ist an einem neu gebildeten Tiefpunkt. Und das habe ich hier auch schon zweimal und den sieht man es auch hier mit so einer riesen Umkehrkerze. Das heißt, der Markt liegt doch nahe, einfach dann zu sehen, dass der Markt dort genauso wieder reagieren könnte. Ob er es letztendlich tut, weiß ich nicht, aber ich muss mein Szenario darauf vorbereiten. Also recht langweilig, einfach zu sagen, okay, ich handle eine Aktie short. Ist der Russell dann in diesem Bereich, schaue ich mir den Chart der Aktie an, dann würde ich halt, wenn ich eine Aktie hätte, die halt short ist, gibt es sicherlich, wenn sich hier so ein Umkehrstab ausbildet, dann muss ich hier entscheiden, wenn der Markt hier runterkommt, dass ich den Stop einfach weiter ranziehe in der Aktie. Nah ran, aufs Tageshoch zum Beispiel. Ja. Also es gibt mehrere Szenarien und hier muss ich warten, hier kann ich auch warten, warte auf eine Kerze, die noch in diese Richtung geht. Also ein Umkehrstab auf die Short-Seite, zum Beispiel wie hier an so einer Unterstützung, die erhöht die Chance, dass der Markt dann fällt. Ja, genauso wie hier zum Beispiel. Ja, ob es dann letztendlich eintritt, das weiß ich auch nicht, aber wie gesagt, wo findet sowas immer statt? Am Widerstand, Umkehrstab und eventuell sogar noch bei einem Gap. Ja, das kennt ihr alle so aus dem ersten. Hier ist so ein Abwärtsgap.
Und wenn der Markt wieder hier reinläuft, dann ist es ja nichts Unwahrscheinliches, dass er eventuell hier reagiert. Dann kann ich so einen Trade platzieren in die Richtung. Und ich muss auch wissen, wann ich ihn ungefähr auflöse, weil dort dann wieder hohes Volumen Marktteilnehmer da reindrängen oder raus wollen aus dem Markt zu entweder einem höheren oder einem niedrigen Preisniveau. Guckt euch das Video Teil 1 an. Die Einleitung merkte nicht meine Strategie im Blick, dann werdet ihr es verstehen. Dow Jones schauen wir uns an. Ja, beim Dow seht ihr ganz klar, hat wirklich sehr stark korrigiert. Ihr seht hier die orangen Kerzen, die für hohes Volumen über dem Durchschnitt stehen. Durchschnitt hier unten, hohes Volumen hier. Dass hier dieser Bereich auch an dieser Wochenunterstützung heißt es, dass er reagiert. Und wenn ich jetzt hier oben short gegangen wäre, dann muss man halt hier mit Schwankungen rechnen. Und das hat er auch gemacht, ne? Hat hier alle Stops rausgenommen, die eventuell gesagt haben, nö, ich will jetzt auf alle Fälle, sage ich mal, meine Long-Position hier auflösen, die ja vielleicht hier eingegangen ist und hier einen Stop gesetzt hat. Oder die ganzen, die hier short gesetzt haben, ja, wurden halt, sage ich mal, dann wieder abgeholt von denen, die gesagt haben, nö, ich verkaufe meine Short-Position, das hält nicht. So, was kann ich jetzt tun? Ich habe hier eine gute Unterstützungssituation. Das Volumen ist hier schon extrem hoch gewesen an diesem Tief. Wir haben an dieser Kerze auch nochmal ein hohes Volumen am hohen Tiefen. Das bildet jetzt quasi diesen Bereich hier aus. Diese Unterstützungszone im Dow bei 33.000, so eine runde Zahl, scheint eine gute Unterstützung zu sein. Wir dürfen uns aber nicht täuschen lassen, dass die Bewegung, die wir macht, da können wir jetzt auch den Markttechniker rausholen. Wie gesagt, mein Handelsansatz ist nicht markttechnisch. Dann sehen wir ja, dass wir uns im Abwärtstrend befinden. Und was wäre das dann auf Tagesbasis? Eine Form der Korrektur. Das heißt, wenn ich long gehe, womit kann ich dann rechnen? Naja, für einen Long-Ansatz habe ich Dinge, die mir entgegenstehen. Das ist der 20er. Der Markt dreht nicht wegen dem 20er, aber viele achten darauf. Und der spricht schon mal dafür in Bezug mit dem Volumen. Jetzt wird es ein bisschen wirr, aber hier haben wir doch sehr hohes Volumen dieser sehr viele orangen Kerzen. Und dann haben wir hier so einen kumulativen Punkt. Das heißt, wenn mehrere Anhaltspunkte zusammenkommen, schauen wir auch mal hier, dann wäre es ja hier möglich, dass der Markt hier aufhört. Also würde ich doch viel eher abwarten, dass der Markt nach oben läuft, hier eine Shortkerze ausbildet und dann wieder in den Bereich reinkommt, der nicht sehr viel ist. Also 34.000 auf 33.600. Dann nehmen die Marktteilnehmer diesen Dow Jones wieder auf und handeln die nach oben. Das heißt, wenn ich hier runter will, dann muss ich hier mit extrem viel Widerstand rechnen. Keine einfache Situation, um zu handeln. Ich würde jetzt die Finger weglassen. S&P 500 sieht natürlich auch nicht viel anders aus. Ne? Seht ihr selber. Wochenunterstützung war es, jetzt ist ein Widerstand, weil der Kurs ja unterhalb dieser roten Linie ist. Und diese rote Linie des Wochenunterstützung und Widerstand bewegt sich auf einem Niveau, wo das Volumen am Tief sehr hoch war. Diese blau gestrichelte Linie setzt es einfach fort. Auch hier haben wir wieder diese hohe Volumenanhäufung an diesem extremen Tiefpunkt und auch hier auch. Ja, das heißt, wir haben da oben den Deckel drauf und dazwischen. Das heißt, im Endeffekt so wie beim Welt-ETF, bei meiner Benchmark, wir befinden uns in der Mitte. Was kann also passieren, wenn ich jetzt morgen long gehe in irgendwelchen Dow-Werten, dass da schon Feierabend ist, der Markt wieder umdreht? So, und wenn ich so eine Rechteckformation sehe, wo möchte ich denn dann am besten einsteigen? Die Frage müsst ihr euch immer stellen. Und für mich wäre das Szenario dann, er geht nach oben und bildet hier ein Short-Signal aus. Dann würde ich ihn runterhandeln bis hier unten und hier einen Teilverkauf wagen. Wenn ich long handeln möchte, dann kann ich ja nur diese kleine Distanz nutzen, bevor es eventuell schwierig wird und der Markt wieder dreht. Da möchte ich natürlich ein höheres Chance-Risikoprofil haben für mich. Und da bliebe mir dann, dass der Markt nochmal hier zurückkommt und hier nochmal eine Reaktion zeigt, um dann long zu gehen. Dann habe ich ja mehr Potenzial bis hier oben, wo ich dann einen Teil meiner Position wieder schmeißen werde. Aber die Voraussetzung liegt im Moment nicht vor. Und wir müssen berücksichtigen, dass wir hohe Volatilität haben innerhalb der Tageskerzen. Da bitte ich immer darauf zu achten. Das heißt, wenn ihr eure Stops setzt, dann müssten die zwangsläufig weiter weg sein, weil die Tageskerze ja groß ist, auch in einer Aktie natürlich.
Und das mindert eure Rendite letztendlich und erhöht euer Risiko. Also Vorsicht. Nasdaq sieht auch nicht viel anders aus, ne? Jedes Volumen erhöht in dieser Kerze. Das Tief, ne, die rote Linie ist schon eingezeichnet letztendlich. Was habe ich gesagt? Oder für mich gesagt, wo ich diese Kerze gesehen habe. Wenn der Markt nochmal zurückkommt, dann kann man hier probieren, nochmal long zu gehen. Aber der Markt verlangsamt sich genau wieder in dem Bereich, wo die Wochenunterstützung beziehungsweise jetzt zum Widerstand wird. Komischerweise ist der 20er auch da. Und alles das sind kumulative Punkte. Das Volumen ist erhöht. Und deshalb ist meine Chance, hier long zu gehen. Klar kann das bis hier gehen, aber das Risiko ist auch da, dass der Markt hier wieder dreht und wir bis in eine Seitwärtsbewegung sind. Das heißt, unser Potenzial ist im Moment relativ gering, weil die Kerzen groß sind, das Volumen hoch ist, die wieder und Unterstands- und Unterstützungszonen eng beisammen sind und natürlich der Kurs immer ganz hin und her gehen. Sabine, herzlich willkommen. Sabine fragt, ob ich den SPY analysieren könnte. Na klar, kann ich doch machen. Den Kusch legen wir mal hier rein. Das ist ja der ETF. Das kann ich auch mal. Der wird sich nicht großartig unterscheiden. Ja, sieht ein bisschen anders aus, weil der natürlich nur während der aktuellen Handelszeit gehandelt wird. Ja. Okay, was sehen wir hier? Fällt doch auf, ne? Hohes Volumen. Und ich markiere mir das immer. Das kann man markieren. Man kann es auch einfach sehen. Die Tiefs, wo der Markt dann wirklich reagiert hat. Und hier, so. Und jetzt ist es einfach spannend zu sehen, wo sind die Unterstützungen? Ja, das ist klar, Wochenunterstützung. Können wir weiter zusammen machen. Der Markt hat ja hier schon mal im Oktober reagiert. Deswegen legt er sich wahrscheinlich hier wieder ins Zeug, long zu gehen. Das ist relativ einfach zu, sag ich mal, zu erkennen, weil natürlich alle, die hier nicht mit bei waren bei dieser Rallye, dann hier nochmal die Chance haben, hier nochmal auf dieser normalen Situation, bevor die große Krise letztendlich begann, nochmal long zu gehen. Deshalb sind Kursreaktionen immer da zu vermuten, wo sie schon mal waren und wo das Volumen hoch ist. Ja? Weil wenn das Volumen hoch ist, dann haben ja in einer bestimmten Situation Menschen Aktien verkauft oder Futures verkauft und die anderen haben sie genommen. Die Frage ist dann nur, was kommt dann in der Zukunft? Aber wenn so eine Volumen-Rage auftritt, dann ist dort einfach mit Reaktionen zu rechnen und nur das kann ich handeln. Ob sie drüber hinausgehen oder drunter gehen, das weiß ich auch nicht. Das kann Ihnen noch keiner anderer sagen. Nur zur Berechnung. So, was ist hier der Fall? Wenn man jetzt noch nicht drin ist im SPY, ja, dann muss ich mit was rechnen? Dass der Markt ansteigt, eventuell hier am 20er reagiert und hier reagieren könnte. Wie weit ist die Spanne? Bis dahin kann ich auch messen. Wenn ich heute jetzt reingehen würde, dann wäre die Spanne 0,7 beziehungsweise bis zur nächsten Reaktion 2 bis maximal 3,7%. So, das wäre ein Countersignal, würde ich das mal nennen, was jetzt in dem Fall schon relativ spät wäre. Das Webinar findet ja immer Mittwoch statt und das alle nur alle 4 Wochen oder 5 Wochen, sodass natürlich ich, wenn ich den Markt normal betrachte, für mich interessant wäre, diese Umkehrkerze, diese fette weiße und dann eine minimale Position zu eröffnen da drüber und dann hier einen Teil zu verkaufen schon wieder. Jetzt wird natürlich das Chance-Risikoprofil schwächer, weil ich natürlich schon einen Move hatte. Ja, diesen Bereich sehe ich als Unterstützung. Das heißt, für mich wäre es gut, wenn man jetzt, der Markt kommt hier nochmal zurück in diese fette Volumenzone. Hier hat er auch schon mal reagiert. Und zeigt dann nochmal, wenn es geht, eine kleinere Kerze, ja, dass er sich beruhigt. Abhängig natürlich von den newsgesteuerten Situationen, die wir gerade haben. Macht es wesentlich schwieriger. Ja. Kann ja über Nacht kommen, die Ukraine kapituliert oder Russland zieht sie zurück, dann wird der Markt entweder in die eine Richtung galoppieren oder in die andere. Also es ist momentan sehr, sehr newsorientiert. Aber vom Risikoverhältnis würde ich halt, wenn ich jetzt noch nicht drin bin, einfach abwarten, hier versuchen, dann in die Long-Richtung zu handeln. Short sehe ich im Moment hier oben eher den Bereich, wenn er hier ranläuft und geht halt, sagen wir mal, umkehrstabmäßig hier oben, dass ich dann in die Short-Richtung handle. Ja. So, schauen wir mal auf die deutschen Märkte. Da sehe ich hier den Nasdaq haben wir auch nochmal. Sieht jetzt auch nicht mehr anders aus. Das Gleiche, aber MDAX. So, da habe ich auch ein paar Zeichnungen drin, auch spannend. Da habe ich auch gesagt, okay, hier am 25. Januar Umkehrstab. Was sehe ich? Ich müsste hier einen Teil verkaufen, wenn ich in diese Widerstandszone hinein
Handel. Ja, die nächste Reaktion ist letztendlich hier unten wieder genau auf den Punkt, wo das Volumen dort hoch war. Der Markt kommt noch nach oben. Hier ist auch wieder Feierabend. So, und wenn ich jetzt davon ausgehe, wo er jetzt ist, ja, wenn man zusammen scrollen, da hat sich schon viel getan, aber ist auch nicht überraschend, weil der Markt vorher schon wesentlich anders gelagert war als jetzt. Und die Ausschläge sind jetzt natürlich viel größer. Wir befinden uns jetzt bei 30.078. Scrollen wir das zusammen, dann sind wir hier auf einer Phase, wo auch das Volumen hier vor ein paar Tagen, man sieht hier, also ein paar Tagen kann man sagen, 2021 im Januar, das Volumen hoch war. Und da befinden wir uns jetzt. Auch hier reagiert der Kurs und fällt nicht einfach durch. So, wenn ich jetzt einen Long Trade machen will, also wenn ich überzeugt bin, dass jetzt hier der MDAX, die deutschen Werte, letztendlich gut gestellt sind und der Chart sich so darstellt, dann habe ich heute diese Kerze. Es ist für mich kein Powerbar, weil der müsste ziemlich nah am Hoch schließen. Das ist für mich kein richtiger Umkehrstab. Das heißt, wenn ich jetzt mich entschließe, Long zu gehen, was mache ich? Ich screene nach MDAX-Aktien und muss damit rechnen, dass der Markt hier schon wieder anfängt zu reagieren. Warum? Weil das Volumen dort hoch ist, auch wenn die Kerze nicht orange ist. Man sieht es ja, ist höher. Das heißt, mein Potenzial ist gering. Bei Aktien kann ich mir das anschauen. Ich könnte hier screenen, das gefällt mir nicht. Das ist kein Powerbar und ich handle mich an Regeln. Das ist ein Umkehrstab. Ja, da kann ich handeln. Das ist ein Umkehrstab. Das ist im Endeffekt jetzt, ich will irgendwas machen, aber es gibt es mir nicht vor. Also das würde meine Regel brechen. Also vom Szenario her, wäre hier Feierabend. Für einen Durchbruch nach unten müssen wir eins tun. Mal gucken. Wo hat der Markt schon mal stark reagiert? Das ist da, da sind wir drunter. Das heißt, wir müssten hier unten weggehen, zurückkommen, Umkehrstab nach unten und dann bis zur nächsten Rutsche, bis zur nächsten Unterstützung. Der Markt wird dann halt wieder reagieren. Ist ein bisschen Trendtechnik, wenn man so will, aber letztendlich gibt ihm das die Werte vor, die Bereiche vor, die mit hohen Volumen unterlegt sind und wo einfach Widerstandszone oder Umkehr schon mal erkennbar ist. Das kann jeder erkennen. Der S-DAX wird wahrscheinlich auch nicht viel anders aussehen. Da sehen wir das hier diesen Tag am 24. Januar. Da hatten wir diesen starken Abverkauf an einem Tag. Die Range ist riesengroß. Und was ist passiert? Der Markt hat sich da teilweise aufgehalten, hat auch hier gar keine Möglichkeit geboten, jetzt so Countertrend zu handeln. Auf der anderen Seite habe ich hier eine starke Kerze, die letztendlich short unterwegs war. Ja. Man sieht es als kleine rote Kerze angezeigt, die mir das hilft zu erkennen, aber das erkenne ich auch so. Hier werden Short Screening bei SDAX-Aktien angesagt und den Verkauf hinein in diese Bewegung nach unten. Hier haben wir keine starke Umkehrkerze, die geht ja in die falsche Richtung, wenn wir nach unten wollen. Hier haben wir sie wieder. Da wäre das Risiko auch noch in Ordnung gewesen. Hier ein Teilverkauf. Jetzt rutschen wir drunter, haben hier ein hohes Volumen mit einer Umkehrkerze. Das heißt, wir finden auch hier wieder eine Unterstützung. Bereich, Momentski, wo ist da? So, da und da, Seitwärtszone. So, wenn wir jetzt heute einsteigen, wo wollen wir hin? Wo können wir mit einer Reaktion rechnen? Das könnt ihr selber erkennen. Hier, da kann der Kurs schon wieder Feierabend sein und nach unten drehen. So, und auf was warte ich? Ich warte nochmal auf einen Rebound, wenn ich long gehen will, in diese hohe Volumenzone erreichen und dann möglichst nach unten. Und dann hier hoch eine höhere Distanz zu haben. Wenn ich jetzt hier oben einen Bereich auf Short kriege, eine Möglichkeit, nicht so eine Riesenkerze, die mir das Potenzial schon nach hier unten wegnimmt, habe ich eine negative Kerze. Muss man ein bisschen malen hier. So. So eine fette schwarze sollte es sein. Dann habe ich natürlich, wenn ich hier drunter unter dem Tief nach unten handel, ein höheres Potenzial nach unten. Und so funktioniert es. Wenn der Kurs schon natürlich davon rennt, dann muss ich nicht hinterher drauf springen. Ich will das maximal rausholen. Das komme ich nicht in jeden Trade rein. Aber in den Aktien, beziehungsweise wenn ich in den Indizes die Gelegenheit da gibt zu screenen, dann schaue ich halt dann nach Aktien. TechDAX wahrscheinlich auch ausgebombt. Jo. Wollt ihr jetzt hier long gehen? Sieht nicht so aus. Ne? Hier ist hohes Volumen. Das war das Tief. Ja, das ist auch nichts Neues. Kommt der Kurs nochmal zurück. Bildet hier nochmal hohes Volumen, Umkehrstab in dem Bereich, dann kann man hier versuchen, einen Countertrend aufzubauen. Da muss man weniger Positionsgröße nehmen, engere Stops nehmen und Targets setzen.
Ganz wichtig, ja. Also ihr wisst vorher nicht, ob der Markt jetzt hier umdreht und auf einmal ein riesen Aufwärtstrend kommt. Das weiß man nicht. Ja. Sieht man ja hier. Hier ist das Volumen auch hoch gewesen. Hier habe ich einen Umkehrstab oder hier. Und da muss man halt hier oben Target setzen. Dann geht die Rutsche wieder genau andersrum, wie ich es gesagt habe. Dann geht die wieder in die andere Richtung und man sieht dort auch die Short-Signale. Ne? Dann ist mein Long Trade wahrscheinlich hier zu Ende. Da kann ich nicht hoffen, dass der bis da oben geht. Ich muss mir darüber Gedanken machen, wo ungefähr Feierabend sein könnte. Ja? Und da ist halt Feierabend, weil das Volumen erhöht ist bei dieser Kerze und bei der und dort sich ein Umkehrstab ausgebildet hat. So, dann sind wir, glaube ich, durch. Den SPY haben wir, den DAX. Wir können nochmal auf den DAX-Future gucken. Sieht auch nicht besser aus. Guckt doch mal, wie viele Volumenlinien hier drin sind. Also die hohes Volumen anzeigen. Das ist hier ein Riesen, bei 15.000 ungefähr, ein Riesenwiderstand ist, wo der Markt erstmal durch müsste. Wir sind unten aufgepoppt und haben hier eine Riesenkerze. Auch das sind nicht normale Strukturen an einem Tag. Das sind eigentlich Kerzen, die normal sind. Und solange die Volatilität hoch ist, Vorsicht. Ja. Kommt jetzt hier eine kleine Umkehrkerze, dann habe ich hier ein Potenzial für DAX-Aktien und müsste dann hier versuchen, einen Teil wegzuwerfen. Ja. Oder Stops enger ranzuziehen. Finde ich jetzt eine gute Idee. Schauen wir mal, wie weit der DAX rutschen könnte. Das sehen wir hier schon. Hier haben wir ein erhöhtes Volumen. Schaut. Da. Und da ist die Unterstützung. Bis hier könnte er rutschen. Also Short ist nicht so viel Potenzial. Long ist etwas höheres Potenzial. Wie gesagt, immer auf die News achten. Die können euch natürlich und mir natürlich auch einen Strich durch die Rechnung machen. So, da war der Siegfried. Hallo Siegfried, schon fleißig und hat mir die Kali- und Salzaktie mal reingestellt zum Reinschauen. Wir haben ja noch 12 Minuten. Schaue ich gerne mal auf Aktien, die ihr hier reinstellt. Wer zuerst schreibt, der kriegt seine Analyse auch. Kali und Salz, da bist du auf der sicheren Seite, wenn du long bist, würde ich mal sagen, Siegfried. Herzlichen Glückwunsch. Guck mal, wir haben hier eine Widerstandszone bei 23 Euro in dem Fall. Wahrscheinlich habe ich gar keinen Chart mehr. Doch, wir waren schon mal hier oben. Und wenn du jetzt schon drin bist, long bist in der Aktie, dann wäre es gescheit gewesen, wenn du hier einen Teilverkauf gemacht hättest, auf jeden Fall, weil man sieht, der Kurs reagiert bei Annäherung an diesen Widerstand mit erhöhtem Volumen. Und jetzt tritt folgende Kausalität ein. Das Hoch, man sieht es an dem Tag, wenn ich das jetzt mal zurückmache, man sieht es ja. Also viele sagen immer, nee, du siehst das Volumen ja danach. Nee, ich sehe ja, dass das Volumen hoch ist und fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt. Ja, und dann muss ich halt sagen, okay, entweder ziehe ich meinen Stop hier runter. Das ist ein bisschen weit weg. Ich weiß nicht, ob man 1,50 € pro Aktie da irgendwie einfach so weggibt. Würde ich eher sagen, nein. Oder ich setze einen Teilverkauf, ein Target schon vorher rein. Das wäre auch klug. Oder mache manuellen Teilverkauf. Was passiert die nächsten Tage? Wir sehen, der Kurs geht Kurs rüber. Deshalb handle ich nicht gerne Ausbrüche, weil der Kurs oft erst Kurs drüber geht und dann abverkauft wird. Ist ein Umkehrschlag. Ist schon, sag ich mal, mit einer Korrektur zu rechnen. Wir haben das gleiche Szenario, auch wenn die ja ein bisschen positiver ist. Wir haben ja lange Dochte. Das spricht ja von Schwäche, dass das Niveau um 23,60 nicht mehr unbedingt von allen so genommen wird und dann von Leuten wieder gesagt wird, nö, ich verkaufe jetzt mal. Und dann geht der Kurs natürlich wieder etwas zurück. So, was ist zu erwarten? Zu erwarten ist, und das wäre das positive Signal im Endeffekt, dass der Markt bis zu diesen Volumenerhöhungen hier unten runterläuft. Und dann kommt der 20er nach. Das ist jetzt hier so Pi mal Daumen. Und dann haben wir so einen kumulativen Punkt. Ne? Wenn die Kurse jetzt hier drin sind, könnte ja hier die Wende kommen, ein Umkehrstab. Und dann könntest du hier wieder einsteigen. Natürlich möglichst weit unten. Oben wäre es wieder ein Ausbruch. Dann hast du ein höheres Potenzial, machst hier wieder einen Teilverkauf, wenn der nicht drin will, und den Rest lässt du laufen. Ja, das ist im Endeffekt das, was da. Ansonsten ist es ganz positiv. Man hatte hier verschiedene erhöhte Volumina. Absolute Aussteigung würde ich wahrscheinlich eher sehen bei, wenn du noch nicht drin, wenn du schon drin bist, bei 19, 22. Ja, hier Vorsicht, wenn das bricht, kann schnell zum Widerstand werden. Deswegen beobachten. Wenn du einen Teil gegeben hast, dann würde ich einen Teil rausnehmen. Nur wenn du noch nicht Teilverkauf gemacht hast, gib ja einen Teil raus. Und den Rest lässt du laufen.
mit Beachtung dieser Positionen da in dem Bereich. So, Günther sagt, zeige mir doch mal die FED-Aktie. Da weiß ich doch, dass bei der FED-Aktie auf jeden Fall, und die habe ich jetzt verwechselt mit der PET-Aktie, das ist ja die mit den Tierarzneimitteln, das ist für Million Energy. Ähnlich wie SDF, ne? Der Chart sieht auch klasse aus in dem Fall. Was hier auffällt, der hat nur kurz reagiert, mit leicht erhöhtem Volumen in dieser Widerstandszone, war noch positiv und hat heute im Endeffekt nochmal einen Top gemacht. Wenn man nicht drin ist in dieser Aktie, dann ist es doch schön, wenn man auf einen leichten Tag höher geht, hier die Korrektur in dem Bereich macht und man findet dann wieder den Einstieg nach oben in diesem Bereich. Finde ich gut. Was haben wir hier? Wir haben kein extremes Volumen, was auftritt. Ne, sie läuft wie geschnitten Brot. Wenn an einem Hoch extrem hohes Volumen auftritt, so wie hier, ne, das war ja mal ein Hoch. Da muss ich vorsichtig sein, was der Kurs dann macht, ne? Wenn er da drunter fällt und da diese Volumenbereiche, dann könnte er entweder seitwärts laufen, man sieht es ja hier so, wie der Kurs reagiert, dann wird gefaked und da muss ich immer aufpassen. Geht der Kurs dann da drunter, dann droht eine weitere Korrektur. Und deswegen musst du hier aufpassen, was an diesen Kerzen hier passiert, auch wenn sie jetzt bei mir nicht orange sind, ne? So bei 18. Wir haben auch eine runde Zahl, 20 Dollar, aufpassen. Ja, aber sonst gut ausgewählt, würde ich mal sagen. Fritz, hallo Fritz, ich grüße dich. Netflix. Ja, Netflix habe ich auch, aber nur noch bis April, dann wird das Wetter wieder schöner und dann geht es wieder raus in den Garten. NFLX oder so. NFLX, glaube ich. Da habe ich doch mal wieder ein Symbol gelernt. Eieiei. Ja, die Corona-Zeit hat natürlich auch Netflix befeuert. Und dann waren die Zahlen, ist ja klar, die Leute werden ja nicht endlos Videos gucken, dann dauern das ja immer mehr. Man sieht dieses Gap hier, ne? Darauf könnt ihr auch immer relativ gut bauen, dieses Gap bei erhöhtem Volumen an der oberen Grenze und an der unteren. Und das dient schon mal als massiver Widerstand. Ja, da, wo wir uns jetzt befinden, wäre, wenn die Aktie hier hochläuft, das ist eigentlich auch positiv, wenn man das sieht, ne, diese weiße Kerze. Auf dem Niveau des erhöhten Volumens, wo wir vorher schon mal waren. Ja, viele sagen noch doppelt Bottom. Das sieht man ja nicht, aber dieser Bereich ist ja interessant um die 350, 360, weil der Kurs ja schon mal reagiert hat, ne, als Unterstützung. Ja. Hier diese fette Umkehrkerze, die kleine. Das wäre ein toller Einstieg gewesen. Man kriegt nicht immer den Kurs, weil der Markt der dann mit einem Gap eröffnet. Das passiert. Aber interessant ist jetzt, dass wir einen Aufwärtsgap hatten. Hier zwischen. Und wenn der Markt hier hochgelaufen ist, kommt hier wieder runter. Wäre hier mein Einstiegssignal gewesen, ne? Weil ich ja auf dieses Gap als Unterstützung habe bei erhöhtem Volumen. Es ist leider kein Kurs drüber gewesen, also schadlos keine Ausführung. Jetzt läuft er hier rein. Wir haben keine positive Reaktion hier. Hier ist nochmal ein Umkehrstab. So, wenn man da drin ist, dann muss ich mir sagen, wo läuft der wahrscheinlich hin? Was habe ich hier für eine Chance? Ja, über dem 20er, der ist nah dran, der läuft seitwärts, super, bis hierhin. Ja, hat er aber leider nicht gemacht. Ja, das wäre jetzt ein Fehltrade gewesen. Wahrscheinlich werde ich hier mit ein bisschen mehr Schmackes so noch drin oder zum Teil schon ausgestoppt, je nachdem, wie der Zufall meinen Stop setzt zwischen 0,5 ATR und am Tief. Das ist so meine Zone. So, wenn der Markt jetzt weiterfällt, dann hätte man einen dreifachen Anlauf. Diese fette weiße Kerze ist zwar schön. Vielleicht kriegen wir nochmal einen nächsten Rebound hier unten bei 350. Auch wieder so ein glatter Bereich. Dann schauen wir mal, wo die Aktie herkommt. Vielleicht habe ich es noch drauf. Und 350. Haben wir hier ein erhöhtes Volumen. Da. Schaut mal. Hier ist ein extremer Volumenspike. Da liegt das Ding bei 324. Ich mache da mal meine gestrichelte Kerze rein. Wenn die Station hier unten nicht hält, dann wird sie höchstwahrscheinlich bis 326 gehen. Dann sollte das Volumen wieder erhöht sein. Und dann hat man die Chance, dass er wieder unten an den Rand von 325 in den Bereich hineinläuft. Ja, schwierig. Schwierige Aktie. Ne? Aber gut zu erkennen und hoffentlich bist du da nicht schon zu lange oder zu früh drin oder hier oben sogar noch drin gewesen und hast zugeschaut. Ja? Man muss Aktien noch verkaufen, um mal Gewinne zu realisieren, das ist auch ganz wichtig.
Danke dafür, Siegfried, für diese. Siegfried schreibt blindes Huhn. Nein, kein blindes Huhn. Steffen hat die Extron-Aktie. Ich weiß gar nicht, ist die nicht übernommen worden schon? Oder hatte die ein Übernahmeangebot? Extron.de, das ist sie. Zack. Ja, die bewegt sich super seitwärts. Meine Kursaktie schon von alleine. Selbst wenn du es nicht gesehen hast, warum soll er dann hier nicht hier reagieren? Das macht ja auch bei erhöhten Volumen. Steigt natürlich an, weil Extron ja auch einige Sachen für militärische Sachen macht. Will ich jetzt long gehen? Ja, wenn ich Extron haben will, auf was warte ich? Dass er den Move macht, wieder zurückkommt und dann hoffe ich, dass sie marschiert, vielleicht bis 25. Also, aber den Ausbruch würde ich nicht direkt handeln, sondern ich würde immer noch den Ausbruch mir anschauen und dann aus der Korrektur rausgehen. Ne? Ich sag das mal hier mit dem Umkehrschlag. Das ist modellmäßig, das wird wahrscheinlich nicht so sein, kann auch ein bisschen tiefer gehen, aber das könnte ich abwarten. Was könnte genauso passieren, dass der Markt jetzt hier nochmal runterkommt und dann handle ich gerne, wenn das Volumen hier so erhöht ist, in dieser Position mit einem Umkehrstab, das wäre das nächste Szenario, long, und wird dann hier einen Teilverkauf machen. Und wenn sie weitergeht, ist es schön. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, Ausbruch abwarten, zurückkommen, Umkehrstab, zack. Oder hier jetzt schon versuchen, aber nicht da oben drüber zu gehen, sondern abwarten, dass sie korrigiert und dann reinzugehen. Da hast du ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis, weil du nicht weißt, ob sie über diesen Widerstand drüber geht. Ne? Okay. Michael, danke für deine Frage. Du musst mich nicht siezen, du kannst mir ganz gerne, oder Sabine, ihr könnt mich gerne duzen. Ich finde das einfacher. Netflix hatten wir, extra hatten wir auch. Ich muss mal gucken, hier sind so viele Sachen jetzt drin. Mein Gott. Zack, zack. PayPal. Also PayPal, weiß ich ja, war auch eine Aktie, die hat ja Wahnsinn, nicht Performance hingelegt, ist ja auch in Straucheln gekommen. Schaut euch das mal an. Das ist doch der Hammer, oder? Was waren die Höchstkurse hier? 308, ja. Und jetzt ist sie wieder da. Ich meine, wenn jetzt einer irgendwo hoffentlich verkauft hat, logischerweise, die Frage ist immer, welche Situation hast. Bist du da drin oder willst du rein oder schaust zu? Man sieht hier schon die Analyse, die war auf jeden Fall schon mal da, wo die Unterstützungszonen sind, wo der kurz reagiert, aber weiter sagt. Jetzt sind wir schon hier unten und das ist ja ein massiver Bereich, wenn man sich mal anschaut, Wahnsinn, bei 100, massiver Unterstützungsbereich. Und was, das macht die Aktie interessant, die kommt bei mir auf die Longliste. Danke dafür, Sabine. Auf was warte ich da? Ich warte da am liebsten genau auf die Situation. Das ist eine schöne Sache, oder? Also hier dieses Umkehrstäbchen, was letztendlich genau auf diesem leicht erhöhten Volumen sitzt. Das heißt, wir haben hier so eine Unterstützungszonenbereich bei 96. Da kann man das probieren. Ich muss aber wissen, also mein Target wäre schon fast hier 108 bis 114, Teil hier bei 114 rauszuschmeißen. Das ist natürlich sehr volatil. Wo es schwierig wird, ist der Bereich, je höher wir kommen, ne? Weil wir haben natürlich auch dieses mega Abwärtsgap hier und bei 141, aber das wäre eine dankbare Rendite, wenn man es bis da oben läuft, kann man das probieren. Ne? Kleinere Positionsgröße nehmen, hier einen Teilverkauf hinsetzen in diese Zone und wenn der Markt wieder zurückkommt, relativ schnell trailen. Man weiß, Wirtschaftssituationen und Krisensituationen kann es schnell nach unten gehen, gerade für Zahlungssysteme jetzt, aber generell hat die eine gute, sage ich mal, Situation im Moment und vielleicht setzt sie sogar noch mal etwas tiefer auf noch mal und macht das noch mal. Also das halte ich für einen guten, bei mir ist es P3-Signal, nenne ich das immer, so ein Counter-Trend-Trade, der möglichst früh vielleicht bei so einer Wende einsteigt. Für einen Short-Trade halte ich das hier zu riskant, weil wir haben eine runde Marke von 100, ne? Und das Potenzial wäre dann jedenfalls von 105 auf maximal 98. Also hier hätte ich dann, müsste man schon beim Short Trade wieder schmeißen. Also die Long-Situation würde ich da bevorzugen, aber immer noch damit reinberechnen, wir sind stark im Abwärts-Movement. Ne? Also das wäre aber ein, sage ich mal, verhältnismäßig guter Trade für meine Sache. Ja? Nicht nachmachen, das ist ja nur eine Analyse.
Ist bei mir auf der Watchlist. Ja, Sabine, das hast du, glaube ich, ganz gut gesehen, würde ich mal sagen. Steffen fragt nochmal nach Nvidia. Die hatte ich letztens auch doch, weil ich mir eine neue Grafikkarte mal kaufen wollte. NVDA, NVDA, Nvidia. Zack. Ja, Chips, Grafikkarten sind extrem gefragt. Da wurde auch schon mal gearbeitet dran. Wie man sieht, das sind die Gaps, die hier waren, die dann wieder als Widerstand und Unterstützungszone sieht. Man sieht die Anhäufung hier oben des erhöhten Volumens, wo der Markt dann gedreht hat, hier oben. Das sind halt immer die Situationen. Und der Markt hat hier wieder reagiert, was letztendlich auch vielleicht damit zusammenhängt, dass hier am 4. November einige eingestiegen sind und gemerkt haben, nö, jetzt sind wir irgendwie im Minus, ich verkaufe mal jetzt hier irgendwie. Ja. Weil irgendwann ist ja auch mal Feierabend. Aktuelle Situation, erhöhtes Volumen hier unten, auf dem Bereich des alten Gaps sogar, Unterstützungsbereich. So, was haben wir noch gesehen? Schaut euch das mal an. Starke Kursreaktion hier am 24. Ja. Erst ein Ausverkauf, ein Gap nach unten und dann voll nach oben gekauft. Stellt also das hier absoluter, also das ist schon recht volatil von 200, sagen wir mal so 10% Unterstützungsbereich dar. Der Markt sammelt sich jetzt hier drüber an. Gute positive Kerze, die bei mir jetzt auch so eine Art Powerbar wäre, logischerweise, ist hier drüber rein. Wo muss das Potenzial, wo muss dann ein Target liegen? Da oben. Ja. Und dann natürlich schauen, weil ihr seid nicht in einer völligen Long-Situation unterwegs. Der Markt ist für mich immer noch Short, hauptsächlich, aber ein Counter-Trend-mäßig wäre es möglich, dass der Markt nochmal hier bis 160 geht, Teil rausschmeißen und eine enge Stop-Setzung ist dann gefragt. Ja, und gar nicht schlecht, kommt bei mir in meine Long-Watch-Liste. Auch hierfür schönen Dank. So. Dann sind wir auf 20 Uhr Punktlandung. Ich bedanke mich ganz herzlich. Schaut euch das erste Video an, falls ihr noch nicht dabei gewesen seid. Wenn es bei CapTrader auf dem YouTube-Kanal ist, wird es dann demnächst auch bei mir dann sein. Und ich freue mich dann, wenn, danke Sabine, ich freue mich über das Lob, ja, Steffen. Begrüßt euch wieder im, da sind wir schon im April, ich kann es kaum glauben. Wenn es wieder heißt, Perlentauchen und abonniert meinen YouTube-Kanal, Carsten Berger, bei YouTube einfach eingeben, googeln und dann freue ich mich. Auch dort könnt ihr mir die Fragen stellen. Ihr seid einfach näher dran. Es wird dann öfter Videos geben dazu und da müsst ihr nicht immer 4 Wochen warten. Ne? Alles klar, Jörg, Fritz und alle anderen, einen schönen Abend und bleibt gesund und lasst es euch gut gehen. Tschüss.